Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem Video auf dem Kanal, ganz genau. Nämlich, wir spielen heute Beyond the Dark, ganz genau. Und dieses Spiel, wie gesagt, geht eigentlich, habe ich gedacht, in VR, wie ich ja schon geplant habe. Aber das ging nicht, deswegen habe ich mit dem Entwickler ein bisschen auseinandergesetzt und er hat mir jetzt hier Access zu einer Testversion für das zukünftige VR-Update gesendet. Und wir werden jetzt gesagt, das mal kurz testen. Ich warne schon mal im Voraus, falls ich schreien sollte, es tut mir leid. Ich werde es auf jeden Fall passieren, weil die Jumpscares sind hier echt extrem. By the way, Jumpscares und Flashing Lights, also aufpassen, ganz genau. So, und dann wählen wir erstmal easy aus. Wenn wir mehr Runden hier spielen, um das mal kurz zu zeigen. Und wir sagen, wir haben kein Geld, wir haben gar nichts, also nur 10 Dollar, das reicht ja nicht. Wir sagen, wir legen los. So, wir haben hier einen Cooldown von ungefähr 5 Minuten, ja, 6 Minuten, sagen wir mal so. Und wir müssen hier dem Monster keine Chance geben, reinzukommen. Ich sage einfach schon mal jetzt so, es ist ekelhaft, es ist sehr ekelhaft und, oh Gott, was ist das jetzt gerade? Ich feiere es auf jeden Fall sehr geil, ist ein sehr geiles Roblox-Spiel, aber muss sagen, in der VR-Version ist das nochmal wesentlich krasser. So, was ist eigentlich hier das Objektiv von der ganzen Sache? Nämlich, wir müssen hier auf jeden Fall die Fenster auf und zu machen. Das Problem ist, was ich gerade habe, ich höre absolut gar nichts wieder mal. Das ist mir super, weil mein Headset, wie gesagt, auf Töne und sonstiges reagiert und wenn das zu leise ist, dann schaltet sich einfach ab. Das ist ganz toll. Deswegen, ich höre gerade gar nichts, aber okay. Mal gucken, mal gucken. Aber bis jetzt eigentlich geht es hier eigentlich... Oh nein, die Tür ist offen. Ich weiß nicht, wie lange die Tür offen war, aber sie ist offen. Mach die zu! Mach die zu! Oh, bitte, nicht, bitte, nicht, nein, ah, okay. Also, ich kriege jetzt schon Gänsehaut, Leute, es ist so krass. Oh Gott, wie lange war die Tür offen? Das Ding ist, das ist nicht so krass wie im echten Original. Beim echten Original hast du noch den Nebel im Hintergrund, aber hier ist das gerade nicht so und ich hoffe mal, ich habe hier kein Fenster übersehen. Oh mein Gott, Leute, ich muss mich kurz andrehen, weil sonst ein Kabel um mich drum wendet. Oh, das ist schlimm. Am meisten, wenn man aufnimmt, der Stress ist einfach noch größer, als er da ist sonst. So, also bis jetzt sehe ich hier gerade gar nichts. Oh, hier ist ein Fenster offen. Ich will hier rein. Danke. Ich hänge irgendwo fest. Geht das Fenster? Oh, hier ist das Fenster. Oh, kann ich das? Nein. Okay, ich muss mit dem Knopf machen. Bitte. Das sind die schlimmsten Jumpscares, wenn ihr hier kriegt. Das ist sehr ekelhaft. Ihr merkt schon, ich bin leicht gestresst irgendwie. Aber irgendwie, das Movement will da gar nicht so richtig machen. Aber ihr merkt schon, das ist schon, oh Gottes Willen. Also wir sind auf easy, Leute. Ich weiß nicht wie easy ist. Aber wenn da gleich um Run steht, dann bin ich aber sehr am Ende. Wir gehen mal kurz Vollzeit runter. Hier ist der Schrank auf jeden Fall vor mir. Wenn ich jetzt da gleich liegen laufe, dann ist das nicht so toll. Wir haben jetzt hier nichts. Oh, Hilfe! Ah, das Fenster ist offen! Oh mein Gott, bitte nicht, ich stehe gerade sehr scheiße, also wenn ich jetzt gleich erschrecken werde, ich flieg um und ich nehme. Wir haben noch 3 Minuten Zeit, Leute, noch 3 Minuten Zeit, also hart, mein Gott, ich wecke mir eine Tür fest, hart ist ein bisschen sehr hart, am meisten, wenn man alleine ist, also Standalone ist das gerade nicht so geil, aber, oh Gott, ich höre wie gesagt immer noch nichts, glaube ich, mal kurz reinhören, ne, ich höre immer noch Rausche, das ist sehr super, ich mach mal kurz wieder aus, das ist ein Kacke für mich, aber ich muss das Spiel mal in der nächsten Runde auf jeden Fall ein bisschen lauter machen, dass wir noch mehr von diesem Jumpscare abbekommen und ich sehe aber gerade kein Fenster, das hier irgendwie offen ist, ich muss sagen, und muss ich echt zugeben zum Developer, das ist echt geil gemacht. Die Jumpscares sind gar nicht so krass, wenn man sich eigentlich bedenkt, aber einfach vom Oh mein Gott! Alter! Oh! Ich habe nichts gehört. Oh, ich habe Gänsehaut. Junge! Alter Falter. Okay, wir gehen mal kurz back to Lobby. Jumpscares sind gar nicht so krass, wenn man sich eigentlich bedenkt. Wir sind jetzt in The Darkness Beyond in der Lobby. Ja, das. Oh, ich würde sagen, ab geht's in die nächste Runde. Okay, nächste Runde. Ich muss kurz mal das Volume ein bisschen lauter machen, dass ich jetzt mal höre, wo irgendwas hier aufgeht, weil das ist sehr potenziell wichtig. Und wir gehen jetzt auf Medium. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht noch mehr erschrecken, als ich davor tue, weil die Fenstersachen sind sehr ekelhaft. Jetzt sehe ich und höre ich auch, schätze mal, auch alles, ohne dass mir das Headset irgendwie wieder einmal kurz sich ausschaltet, weil es nichts hört. Ganz genau. So, wir können jetzt genauer hinhören. Ist Medium, müsste jetzt eigentlich besser laufen, weil ich habe davor nicht gehört. Deswegen hat das Monster wesentlich mehr Zeit, hier Randale zu schieben. Okay, irgendwo unten. Wir gehen schnell hin. Mal kurz. Nein, das ist... Oh, nichts gut. Nichts gut, diese... Okay. Mann, ich hänge fest... Einmal kurz hier. Also Medium ist es wesentlich aggressiver. Ich hoffe mal, es wird hier nicht irgendwo durchbrechen. Deswegen müssen wir genau hinhören. Gehen wir wieder hoch. Also zu zweit ist Medium auf jeden Fall einfacher, weil dann kann einer oben bleiben und einer unten bleiben. Einer unten bleiben. Das müsste wieder unten gewesen sein, genau. Einmal kurz noch. Wieder das gleiche Fenster? Nee, oh. Wo ist es? Wo ist es? Oh nein, nicht gut. Nicht gut. Oh Gott, es ist hier sogar. Hä? Okay. Oh. Wir haben ein bisschen ein kleines Problem. Okay. Hier schnell zu machen. Okay.
Da hinten, meine ich, habe ich auch noch eins gehört, das aufgegangen sei. Oh Gott, ich hab Paranoia, richtig. Oh oh. Oh. Nein, alles zu? Jetzt aber oben, 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 oben. Oben, oben, oben. Ah, die Tür ist offen! Die Tür ist offen! Ah! Oh Gott! Bitte nicht! Bitte nicht! Ich bin so durch. Ich bin so fertig. Ich komm nicht hinterher. Ich will nicht hinterher kommen. Ich komm nicht hinterher. Okay, falls kommen, wir versuchen zu rennen. Boah, Gott, Gott. Wir können es versuchen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Die war sehr lange offen. Die Tür war zu lange offen. Wir müssen uns noch einmal. Einmal noch auf Medium, komm. So, wir sind wieder zurück. Ab in den Horror. Wuhu, ich hab Spaß. Ja, jetzt macht doch ready. Und wir hören hin, wo etwas kommt. Wo kommt denn was? Ich höre nichts. Halli, hallo. Ich muss aber sagen... Ah, da, okay. Ich muss aber sagen, ich stoße an manchen Ecken ein bisschen an. Das ist ein bisschen nervig, auf jeden Fall. Aber, ihr merkt schon, das ist ein echt geiles und gutes VR-Game. Ihr müsst mal selbst ausprobieren. Einfach auf PC. Ich sag euch, wenn ihr sowas abhaben könnt, so Horrorspiele, Jumpscares, etc., dann müsst ihr es auf jeden Fall mal... Ich meine, ihr habt was gehört. Ihr müsst auf jeden Fall mal am PC spielen. Mein Gott, ich komme immer in meinen Ecken nicht rum, das Gefühl. Das Ding ist, das war fast schon... Okay, das ist eine Tür. Das Ding war fast sogar schon am Rennen. Also auf dem Boden am Kriechen. Das ist noch ekelhaft, wenn man jetzt um die Ecke kommt. Aber wir sind uns trotzdem mal... So, dieser nicht. Diesmal nicht. Nicht mit mir Tür. Diesmal nicht mit mir Tür. Okay, da hinten ist was aufgegangen. Wir rennen schnell hin. Okay, es ist oben. Das ist oben, 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 oben. Irgendwo oben hinten. Da. Oh, oh. Also ich habe das Gefühl, es wird mich wieder packen. Weil ich habe das Gefühl, da unten war wieder was. Oh, Mann, ich hänge fest. Okay, hier ist nichts. Wir gehen mal kurz. Oh je. Das wird wieder schlimm. Ah, das wird sehr übel. Das wird sehr übel. Ich hoffe, ich packe das noch. Ich hoffe, es packt oben. Es ist schon wieder ein Fenster offen. Das ist sehr grausam. Okay, okay, okay. So. Wir gehen schnell nach oben. Schnell nach oben. Ah. Okay, die Tür ist aufgegangen wieder. Wir schaffen das. Oh, bitte nicht. Alles außer das. Das ist so dumm. Das Teil, da macht mich mega aggressiv. Und mega nervös auch noch zu. Okay. Hier ist alles zu. Hier ist alles zu. Wir gehen zurück. Wir laufen die Treppe rückwärts runter. Okay, hinten ist ein Fenster aufgegangen. Wir haben noch... Ja, eine knappe Minute... noch 4 Minuten müssen wir noch überleben. Das ist oben. Das ist oben. Das ist oben. Das ist oben. Oh. 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 So. Ich sag euch, das ist das Schlimmste, was es gibt. Dieser eine Knopf, das Schlimmste, was es gibt in dem Game. Es ist aber noch schlimmer als die ganzen Jumpscares. Da ist gerade die Tür wieder aufgegangen. Ich muss... Oh je. Ich habe aber immer ein bisschen Zeit. Oh, komm, komm, komm. Okay, okay, okay. Okay, okay. Hier ist kein Fenster offen. Genau, perfekt. Machen wir die Tür schnell zu. Oh. Okay, Fenster ist aufgegangen irgendwo oben. Das ist ein guter Run. Das ist ein sehr guter Run. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Mann. Ich muss mal das Fenster lokalisieren. Fenster hier. Hier. So. Na, man muss an das Fenster mal so nah rangehen. Das ist ein bisschen kacke irgendwie. Aber passt schon. So. Okay. Fenster ist zu. Wir haben noch 3 Minuten. Noch 3 Minuten. Oh, okay, hier ist alles dicht oben. Wir können ein weiteres Fensterchen aufgehen. Okay, das war definitiv oben. Okay, wir sind jetzt definitiv oben. Wieder im Schlafzimmer, oder? Genau, hier. Hier ist es. Ah, guck mal. Läuft auch diesmal ganz gut. Ich weiß nicht, was ihr habt. So, ich bin Profi einfach in dem Game. So, zack, Fenster zu, Klappe dicht. Ganz genau. Also bis jetzt geht's eigentlich ganz gut. Das anderen Versuche mal ein bisschen schwer, aber an sich... Ja, es geht. Wir sind einfach Profi. Wir sind einfach Profi. Stell dir vor, wir Handwerker oder sowas. Ich bin einfach Profi. Nee, hier ist nichts. Das. Oben ist auch aufgegangen, glaube ich. Hä? Was ist denn jetzt? Okay. Oh, okay. Das Fenster kam jetzt zuerst. Das Fenster kam jetzt zuerst. Deswegen müssen wir das hier zumachen. Oh mein Gott! Oh! Oh! Alter! Der war ekelhaft! Boah! Alter, krieg ich gar Gänsehaut! Junge! Boah, ich hab immer noch Gänsehaut! Junge! Boah! Also ihr merkt schon, das Game ist einfach krass. Es kommt ja nicht so krass vor euch rüber im Video, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, wenn ihr es spielt. Das ist auf jeden Fall wesentlich heftiger.
Und ich würde sagen, Leute, wenn euch The Darkness Beyond gefallen hat, dann zeigt mir mit einem Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr von VR oder sonst den Kram, den ich bringe, nicht mehr verpasst. Ich würde sagen, ich lasse eine Pause und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao!